Die AfD hasst also Deutschland. Das behauptet zumindest Thomas Sabin in seinem Kommentar bei Focus Online. Eine Rede wie ein Schlag ins Gesicht. In Wahrheit hasst Alice Weidel unser Land, weil sie Deutschland hassen. Ich weiß nicht, ob Herr Sabin und ich unterschiedliche Reden gesehen haben, aber einen Hass auf Deutschland habe ich in der Rede von Alice Weidel diesen Mittwoch nicht erkannt. Ganz im Gegenteil. Es ist für mich eine der besten Reden, die ich seit langem gehört habe. Wobei die letzte Rede zur Geschichte rund um Potsdam und Korrektiv im Landtag von Sachsen-Anhalt von Oliver Kirchner auch relativ weit oben auf meiner Liste jetzt steht. Am Mittwoch, also gestern, kam der Bundestag zusammen, um in einer Generaldebatte den Haushalt für das laufende Jahr 2024 zu diskutieren und auch zu verabschieden. Angefangen natürlich, wie zu erwarten, mit einer emotionslosen Baukastenrede unseres geschätzten Bundeskanzlers Olaf Scholz. Danach war Friedrich Merz an der Reihe, ähnlich enttäuschend. Der vermeintliche Höhepunkt, ein sehr scharfer Angriff auf die Regierung. Das war dann dieser Satz hier. Nun kann man ja vom Rednerpult aus nicht immer die Regierung jeden Tag und jede Minute hier anschauen. Aber wenn Sie mal gesehen hätten, wie Ihre Regierung hier, welchen Gesichtsausdruck Ihre Regierung bei Ihrer Regierungserklärung hatte, meine Damen und Herren, das ist jetzt heute, das ist die Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es ist einfach nur noch peinlich, was wir von Ihnen hier sehen und hören. Nachdem Merz zusammengefasst gesagt hat, dass es in allen Ämtern CDU-Politiker in der Vergangenheit gab, die ihre Sache so viel besser gemacht haben, ist sein Argument hier doch eher ziemlich schwach. Zurück zu Weidel und dem Fokusartikel. AfD-Chefin Alice Weidel greift in ihrer Bundestagsrede die Ampelregierung scharf an und wirft ihr sogar Hass auf Deutschland vor. Keine Frage, Hass auf Deutschland existiert. Das sehe ich genauso. Aber er kommt von rechts. Ich glaube, diejenigen, die immer wieder betonen, dass Deutschland für sie an erster Stelle steht, egal ob es um die Ukraine geht, ob es um Israel und Palästina geht, bei der deutschen Politik und gerade bei der Außenpolitik sollten deutsche Interessen an erster Stelle stehen. Wenn eine Annalena Baerbock im Ausland sagt, ich tue alles für die Ukraine, egal was meine deutschen Wähler wollen und denken, dann ist das nicht richtig und dann ist das kein Hass auf Deutschland von rechts, sondern von Grün beziehungsweise links. Auf seine Herleitung bin ich mehr als gespannt. Alice Weidel holt zum Rundumschlag gegen die Ampelregierung aus. In ihrer Rede im Rahmen der Generaldebatte mutiert sie zur Axt im Wald. Nahezu jeder aus der Regierungsriege bekommt etwas ab. Zahlreiche explosive Sprachbilder feuert die AfD-Chefin in Richtung Ampelregierung ab. Und da sind so einige dabei, die es in sich haben. Drei Viertel der Deutschen stehen hinter den Mittelstandsprotesten. Drei Viertel wünschen sich ein Ende dieser Regierung. Der Kinderbuchautor sitzt da, Frau Esken. Ihre Hilfsstasi, Korrektiv, statt den Menschen zuzuhören, die ihre Not in die Öffentlichkeit tragen, demonstrieren sie selbst gegen die Opposition. Die Ampel ist das größte Standortrisiko für Deutschland. Deindustrialisierungsminister Habeck, der bekanntlich Vaterlandsliebe steht zum Kotzen fand, fordert die Unternehmen nun zum Patriotismus auf, pleite zu gehen. Das ist das Konzept dieser Bundesregierung. Während Sie den Leuten das Märchen vom reichen Land erzählen, reich ist in Deutschland nur der überfütterte, übergriffige Staat, aber nicht der Steuerzahler. Die Außenministerin fliegt mit großem Tross in peinlichen Missionen weltweit, während der Durchschnittsverdiener nicht weiß, was er sich überhaupt noch leisten kann. Und Sie halten an Ihrem Protzkanzleramt für fast, sage und schreibe, 800 Millionen Euro fest. Der gigantomanische Erweiterungsbau kostet allein fast so viel wie das jährliche Sonderopfer, was Sie den Bauern abverlangen wollen. Dabei schreckt sie auch vor persönlichen Angriffen etwa gegen Baerbock oder Habeck nicht zurück. Sehr spannend, dass der Autor das an dieser Stelle aufgreift. Auf die verbalen Ausfälle unseres Bundespräsidenten, der die AfD als Rattenfänger und damit alle Wähler oder potenziellen Wähler und Unterstützer als Ratten beleidigt hat, findet sich bei Focus Online gar kein Artikel. Wenn unsere Demokratie angegriffen wird, dann ist eine Grenze überschritten, bei der Gegensätze hintanstehen. Dann muss die demokratische Mitte, die große Mehrheit unserer Gesellschaft, Position beziehen und deutlich machen, wir stehen zu unserer Demokratie, wir verteidigen dieses Deutschland und wir lassen uns dieses Land
nicht von extremistischen Rattenfängern kaputt machen. Über den Scheißhaufen von Strack-Zimmermann schreiben sie allerdings. Sie schreiben darüber nicht isoliert, das findet in einem Artikel Platz, in dem Hendrik Wüst wieder mal zitiert wird, wie er die AfD eine Nazi-Partei nennt. Jetzt hat Hendrik Wüst Jura und keine Geschichte studiert, sollte aber wissen, dass so ein Vergleich geschichtsrevisionistisch ist und massiv den Holocaust verharmlost. Wüst hat übrigens als Lobbyanwalt gearbeitet, bevor er in den Landtag in NRW gewählt wurde. Sie zitieren auch Strack-Zimmermann, als sei es hier das Normalste der Welt, sich als Bundespolitikerin so zu äußern. Der Zulauf zu populistischen Parteien mit extremistischen Positionen müsse gesellschaftlich gestoppt werden. Je größer der Haufen Scheiße, umso mehr Fliegen sitzen drauf, warnte die Liberale. Liberale also, ja? Das ist eure Bezeichnung? Wie wäre es mit warnte die extremistische Populistin? Für mich hätte das besser gepasst, oder? Ich habe noch eine interessante Information für euch. Ich habe ja bereits erwähnt, dass ich Verfassungsschutzberichte lese. Aktuell den von Thüringen. Das ist meine Abendlektüre. Ich sag euch, ein sehr trostloses Hobby. Dort findet sich ein Beitrag von Stefan Brandner wieder mit diesem Thumbnail aus einem Video, welches er auf Facebook und auch auf YouTube geteilt hat. Das Hashtag Gruselkabinett hat sich konstituiert und die Impfpflicht beschlossen. Zitat aus dem Verfassungsschutzbericht. Das Video, das Stefan Brandner zugeordnet wird, zeigt Olaf Scholz als schleimspuckendes Monster, Robert Habeck mit Flammen in den Augen sowie Annalena Baerbock und Christian Lindner als Untote. Der Beitrag soll auf fehlende Berufe und fehlende Berufserfahrung hinweisen. Er wertet jedoch durch die bildliche Darstellung bereits in den ersten Sekunden Politiker als Menschen ab, indem er sie mit Monstrositäten gleichsetzt. Dies stellt keinen Austausch mit dem politischen Gegner, mit den Mitteln der Karikatur dar, da kein Bezug zu politischen Inhalten mehr gegeben ist. Stattdessen präsentiert das Video eine Entmenschlichung losgelöst von politischen Inhalten. Das Video ist übrigens über 22 Minuten lang und es geht darin 22 Minuten lang um Politik. Eines von mehreren Beispielen, welches sich unter dem Punkt Herabwürdigung des politischen Gegners finden lässt. Kein Scherz, das ist ein Eintrag im Bericht des Verfassungsschutzes von Thüringen, welcher die Grundlage liefert für die weitere Einstufung des Landesverbandes als gesichert rechtsextrem. Im Übrigen ist das da drin, weil die AfD Thüringen diesen Beitrag geteilt hat, nicht weil er von ihr selbst kommt. Das reicht schon aus. Das Gruselkabinett ist eine eindeutige Anspielung auf das Hörspiel, eine deutsche Hörspielreihe, die es seit 2004 gibt. Ratten, Scheißhaufen, Nazis oder wie im Brandenburger Landtag das Nazi-Schwein. Bodo Ramelow übrigens zeigte Stefan Müller 2020 den Mittelfinger und nannte ihn Drecksack. Das kostete ihn später 5000 Euro. Und dann sage ich noch Folgendes dazu, das geht auch in Richtung von Frau Marx, ja, wenn Sie jetzt auf den Verfassungsschutz verweisen, mein Gott, das ist nun gerade die Instanz, skandalgeneigtere Behörde gibt es nicht, was da schon alles Tolles drin stand, wer da schon alles Tolles beobachtet wurde, nicht wahr, Herr Ramelow, wenn man das, haben Sie es gesehen? Ein Stinkefinger hat er mir gezeigt. Ja gut, also das spricht für sich, was der Herr Ramelow da gerade gemacht hat. Na, er selbst ist beobachtet worden, aber wenn die AfD beobachtet wird, Entschuldigung, jetzt nennt er mich einen Drecksack, das ist ja nun wirklich nicht mehr akzeptabel. Widerlicher Drecksack sogar. Ja. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt zur Mäßigung aufrufen. Über einen Banner mit der Aufschrift AfDler töten äußert sich kein Politiker der etablierten Parteien. Wenn es mutmaßliche Drohungen gegen Linke oder Grüne gibt, die sich manchmal auch als selbst inszeniert herausstellen, dann solidarisiert sich das ganze Land, dann solidarisieren sich alle Politiker durch die Bank von allen Parteien. Hier aber ohrenbetäubendes Schweigen. Auch über Bosettis Blinddarmausfall habe ich ein ausführliches Video mal gemacht. Das möchte ich nur einfach an dieser Stelle erwähnen. Aber zurück zum Fokusartikel. Sie spricht von einem brennenden und verwüsteten Deutschland und dass die Ampel daran schuld sei. Hier würde mich interessieren, inwiefern die Ampel daran keine Schuld tragen soll. Die Ampel hat die Energiepolitik entschieden, das Heizungsgesetz, die Corona-Maßnahmen, den Umgang mit Russland und mit der Ukraine, die unveränderte Asylpolitik der offenen Grenzen seit 2015. Wer trägt denn sonst die Schuld an der aktuellen Lage? Die AfD vielleicht?
Sie schwadroniert von Verschwörungskampagnen gegen die AfD und greift wieder einmal zum offenbar immer noch nicht ausgelutschten Rechtsnarrativ von der Lügenpresse. Dass es sich bei Korrektiv hier ganz offensichtlich um eine Kampagne handelt, lässt sich wirklich einfach belegen. Hendrik Wüst und Jens Spahn haben Ende letzten Jahres massiv für das britische Abschiebemodell in Ruanda geworben und sich dafür stark gemacht, und es gab keine Massenproteste gegen irgendwelche herbeifantasierten Deportationspläne. Und warum gab es die nicht? Richtig, weil die Regierung und die treuen Medien nicht dazu aufgerufen haben, so wie es jetzt massenweise der Fall ist. Die Berichterstattung über die Demos ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Im Januar hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk fast 100 Personen interviewt, die entweder Politiker waren oder allesamt für parteinahe Stiftungen gearbeitet haben. Und wir reden hier bei fast allen Fällen um Parteien des linken Spektrums wie SPD, Grüne oder Die Linke. Mittlerweile wurde eine entsprechende Liste mit allen bekannten Fällen zusammengestellt. Und das sind nur die, die aufwendig recherchiert wurden. Wenn diese Personen als einfache Demo-Teilnehmer, sogar eigene Mitarbeiter als Demo-Teilnehmer vorgestellt und interviewt werden, weshalb sollte denn der Begriff der Lügenpresse hier nicht angemessen sein? Es geht kaum passender. Der höhe und zugleich traurige Schlusspunkt von Weidels Wutrede ließ dann auch jene im Parlament und im Publikum aufhorchen, die wegen des immer gleichen populistischen Gebrülls eigentlich schon auf Durchzug geschaltet hatten. Im letzten Satz schmettert Weidel Scholz und seinem Kabinett entgegen, diese Regierung hasst Deutschland. Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland. Akzeptieren Sie wenigstens die Möglichkeit eines demokratischen Machtwechsels und machen Sie den Weg frei für Neuwahlen. Ich bedanke mich. Claudia Roth, Jutta Ditfurth, Angelika Bär waren alle mal bei den Grünen. Claudia Roth ist es immer noch. Sind 1990 mit diesem Plakat hier marschieren gegangen. Annalena Baerbock macht Außenpolitik auch gegen die Interessen ihrer Wähler. Das hat sie übrigens exakt selbst so formuliert. Habeck fand Vaterlandsliebe stets zum Kotzen und konnte mit Deutschland noch nie viel anfangen. Und die Politik eines Olaf Scholz lässt erahnen, dass er Deutschland nicht an oberste Stelle setzt. Es scheint, als wüssten sie alle mit Deutschland nicht wirklich etwas anzufangen. In diesem Fall hier übrigens sah die Staatsanwaltschaft den Tatbestand der Verunglimpfung des Staates nicht erfüllt. Eine weitere Randbemerkung. Hass auf Deutschland, wie es heute ist, gibt es wirklich. Das muss man erst einmal sacken lassen. Er ist tatsächlich da. Es ist ein Hass auf das Deutschland, wie es heute ist. Weltoffen, vielfältig, tolerant, demokratisch, sich seiner Vergangenheit bewusst. Den Satz könnte man auch leicht umformulieren. Das tolerante, weltoffene, vielfältige ist politisch gewollt. Die meisten Wähler, die meisten Menschen in Deutschland wollen keine unkontrollierte Einwanderung. Sie haben keinen Bock auf Gendern und mit dem LGBTQ-Queer-Trans-Kram können sie auch nichts anfangen. Auch das ist Indoktrination von oben. Den Begriff der Demokratie immer wieder mit reinzuholen ist übrigens auch sehr spannend, weil man einer demokratisch gewählten Partei ihr zustehende Ämter vorenthält. Zuletzt wieder ein sehr prominentes Beispiel aus Hessen mit dieser jungen Dame. Da ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn sich das undemokratische Verhalten gegen eine junge Migrantin richtet. Dieser Hass wird aber nicht von der Bundesregierung geschürt. Es sind Alice Weidel und ihre AfD, die unser Land in Wahrheit hassen. Der Hass richtet sich gegen Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund, gegen Toleranz, Vielfalt und Andersdenkende, gegen Journalisten und Medien, gegen demokratische Prozesse, Entscheidungen und vieles mehr. Alles natürlich ohne irgendwelche Belege, alles populistische Behauptungen, die der Autor hier so stehen lässt. Alice Weidel weiß natürlich, dass die Ampelregierung Deutschland nicht hasst, sondern sogar ziemlich lieben muss. Andernfalls würden sich Scholz, Habeck und Lindner das Koalitionshickhack kaum noch antun. Ich erinnere mich nicht mehr Olaf Scholz. Der Kinderbuchautor und Christian Wendehals Lindner sind exemplarisch für den Verfall dieses Landes. Keiner von ihnen hat Schneid oder Rückgrat, das haben sie gerade bei Corona immer wieder eindrucksvoll bewiesen. Mehrfach. Warum schafft es die Ampel nicht, den von der AfD gestreuten Hass zu bekämpfen? Das könnte gelingen, wenn Scholz, Habeck und Lindner endlich die zentralen Themen wirksam angehen würden, die große Teile der Bevölkerung beschäftigen, aufwühlen, wütend machen. Asyl, Bürgergeld, Rente, unsere Wirtschaftskraft, eine bezahlbare Klimapolitik.
Der Autor gesteht also ein, dass die Ampel die drängendsten Probleme der Bürger nicht angeht. Also exakt das, was eine Alice Weidel hier der Regierung vorwirft. Liest sich so ein bisschen wie ein Korrektiv-Faktencheck, in dem sie erst behaupten, XY-Aussage sei falsch, um dann zum Schluss zu kommen, dass es sich um fehlenden Kontext handle, aber eigentlich alles der Wahrheit entspricht. Wer den Riss in unserem Land nicht noch tiefer werden lassen will, wer ein produktives Miteinander statt eines hasserfüllten Gegeneinanders will, der muss sich in diesen Tagen einmal mehr positionieren. Ob bei Demos, im Alltag oder spätestens an den Wahlurnen. Ein hasserfülltes Gegeneinander findet statt, wenn wir nicht mehr miteinander reden. Wenn wir nur noch diffamieren und beleidigen, so wie es der Bundespräsident oder die kriegsgeile Europaspitzenkandidatin Eurofighter Strack-Zimmermann vorlebt. Wer die Opposition verbieten, bespitzeln oder gar töten will, sollte sich fragen, ob er auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Und wer mit solchen tatsächlichen Extremisten auf die Straße geht, muss sich auch den Vorwurf gefallen lassen, mitgemacht zu haben. Die Positionierung an der Wahlurne wird von enormer Bedeutung sein in Europa, in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Von wem geht der tatsächliche Hass aus? Wer grenzt aus oder hat die letzten Jahre massiv ausgegrenzt? Ich lese übrigens auch immer wieder, wie jemand die Corona-Zeit verharmlost, eigentlich jedes Mal, wenn ich es anspreche, so, ja, lass uns mit dem Quatsch doch mal in Ruhe, ist doch längst vergangen. Nichts davon wurde aufgearbeitet. Als ein Teil der Gesellschaft diffamiert und drangsaliert wurde, hat die große Mehrheit geschwiegen. Menschen einsam in Pflegeheimen und Krankenhäuser sterben lassen, Kinder nicht im Beisein des Vaters auf die Welt gekommen sind, Freundeskreise an dem gesäten Hass zerbrochen sind und Nachbarn wie zu Stasi-Zeiten ausgespitzelt und angezeigt wurden. Ich vergesse das nicht. Ich vergesse auch blind Dambosetti nicht, Schlagstock Saskia oder beugehaft Boris Palmer. Und all die anderen, die ihre hässliche Fratze in der Zeit gezeigt haben. Ich hoffe, auch ihr vergesst das nicht. Das war's von mir mit dem heutigen Video. Es ist ein bisschen später geworden. Morgen bin ich eher dran. Zumindest versuche ich es. Ich bedanke mich fürs Zusehen, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen und schreibt mir gerne eure Meinung über die gestrigen Reden unten in die Kommentare. Bis dahin, macht's gut.